Herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge auf der Riesenbeck. Ja, es hat sich tatsächlich ein bisschen was getan in der letzten Zeit. Ich fange erstmal kurz an, nochmal was bei den Tieren rein zu schmeißen. Ja, was hat sich alles verändert? Wir sind mittlerweile fertig mit dem ganzen Scheibenecken auf den Flächen. Das ist alles abgeschlossen. Das heißt, wir werden in weiterer Folge nachher noch ein bisschen rubbern fahren und was sich auch verändert hat, ist hoffentlich der Ton bzw. die Abstimmung der Lautstärke. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. Ja, wir sind jetzt bei der nächsten Montagsfolge angekommen. Das heißt, wir starten wieder in eine neue Woche. Okay, wie sagen, okay, dann geht's gleich wieder. Wir starten wieder in eine neue Woche. Schauen mal, was so alles passieren wird. Ihr seht vielleicht unten rechts unsere Stundenanzahl. Ich habe da mal ein bisschen in unserem Safe Game rumgeschrieben, weil ich doch dachte, ehrlich gesagt, zu unserem RP passt es doch irgendwo besser, wenn die Maschinen tatsächlich auch ein bisschen realistische Stunden haben. Und ja, dass unser 110er hier zum Beispiel über 13.000 Stunden mittlerweile hat. Ich denke, das ist zum Beispiel so eine Sache, die ist deutlich realistischer, wie wenn wir hier anfangen und das Ding hat 0 Stunden. Fand ich eine coole Sache. Ich hoffe, ja, ich sehe das auch so. Die ganzen Maschinen im Allgemeinen sind jetzt hier alle abgenutzt und alles, weil die haben alle jetzt ihr Alter schon hinter sich. Und genau. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz bei den Tieren. Eigentlich sind die nicht voll, aber okay. Naja. Ja, das ist noch ganz wichtig. Ansonsten habt ihr jetzt mittlerweile auch schon die ersten Folgen vom LP auf der Bergisch Land gesehen. Ich hoffe, euch hat es auch soweit gefallen. Im Allgemeinen möchte ich mich jetzt schon mal bedanken für doch die ja, ersten Aufrufe auf den ganzen Videos, dass da schon mittlerweile ein paar Mann jetzt zusammengekommen sind. Ich hoffe natürlich, das geht jetzt so weiter und ich hoffe, ihr habt weiter Spaß an den Videos. Mittlerweile, ja, es sind trotzdem noch nicht ewig viele, aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt auch schon gerne Kommentare da lassen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Was ich auf jeden Fall ansprechen möchte an der Stelle ist der Sendeplan an sich, weil aktuell kommen ja die Riesenbeck-Folgen jeden Tag früh um 8 Uhr. Und ja, da wollte ich einfach mal in die Runde fragen, könnt ihr gerne darauf antworten, ob ihr die weiter um 8 Uhr sehen wollt oder ob wir das lieber auf Nachmittag, Abend verschieben sollen. Da sind wir natürlich mit dem Upload oder ich mit dem Upload bin da sehr flexibel. Die Timelapse bzw. Let's Play-Folgen von der Bergisch Land, die werden jetzt immer Montag, Mittwoch und Sonntag um 12 Uhr kommen. Das sind feste Termine und zwischendurch kann es aber trotzdem auch mal sein, dass mal noch ein Video davon mit erscheint. Also einfach da auf dem Laufenden bleiben. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann geht euch da auf jeden Fall keine Information verloren. Genau, und auch dort, wenn ihr einen besseren Upload-Termin habt und euch da was Besseres gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Wir können das vor allem jetzt am Anfang, wo man noch sehr flexibel ist, da können wir das gerne so ausmachen, dass die Upload-Zeiten sich da ein bisschen noch verändern und dass wir da vielleicht eine neue fixe Uhrzeit hinkriegen. Aber wie gesagt, schreibt da gern was in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und dann läuft das. Jetzt müssen wir mal ganz kurz noch unser GPS einstellen. Und dann geht das hier weiter. Ich zeige auch gleich nochmal die Karte, dass ihr euch dann nochmal einen Überblick jetzt machen könnt. In der letzten Folge müsste das gewesen sein, da habe ich mich auch vertan gehabt mit den beiden Flächen 24 und 57. Und da wollte ich eigentlich hinfahren, da bin ich auf die 29 gefahren. Hatte quasi die 13 und 28 mit der 24 57 verwechselt. Aber wie gesagt, es ist alles jetzt gescheit und manche Flächen müssen eben noch gegrubbert werden. Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit hier noch machen. Und dann, wenn das soweit durch ist, können wir auf jeden Fall noch mit der Aussaat loslegen. Da würde ich sagen, geht das ganz gut voran. Apropos Bodenbearbeitung. Ihr seht ein bisschen, was hat sich an unserem Geldstand da oben getan. Es ist jetzt so, wir haben die Lemken-Scheibenegge verkauft. Der Händler hat uns ein Angebot gemacht und wir haben im Endeffekt jetzt für fast den gleichen Preis, also den gleichen Verkaufspreis, konnten wir die Federstadt uns kaufen. Das heißt, wir haben noch 5.000 draufgezahlt, aber da habe ich gesagt, das ist absolut in Ordnung. Wir sind zufrieden gewesen mit dem Ding. Das heißt, die Federstadt ist jetzt in unserem Besitz und ja, die Lampen, die weiß ich nicht, ob die jemand anders kauft oder auf jeden Fall ist die weg. Mit den anderen Lampengeräten werden wir jetzt schauen, ob wir weiterhin gut zurechtkommen, aber ich denke erstmal soweit, so, dann wird das wohl dabei bleiben. Ja, kann man nochmal Allrad mit rein tun, dass es nicht ganz so quälen muss hier. Und sonst läuft das eigentlich, ja. Das Dreierprojekt zusammen mit den anderen zwei Jungs, da haben wir jetzt das immer auch teilweise schon in der Planung. Müssen wir mal schauen, inwieweit das jetzt zu realisieren ist. Und die auch angesprochenen Notvorstellungen, die wir machen wollen, dazu sind auch Vorbereitungen aktuell noch am Laufen, sodass das hoffentlich auch bald losgeht. Die kommen dann allerdings nicht von mir, die kommen dann von einem anderen Mitglied. Der wird sich dann aber dementsprechend, wenn das alles soweit sein sollte, dann auch nochmal vorstellen. Ja, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall erstmal soweit hier Bescheid, würde ich sagen. Wir können gleich nochmal in der Karte gucken, welche Flächen. Ah, das sehen wir glaube ich nicht. Das müssen wir individuell schauen, welche Flächen wir jetzt wirklich nochmal grubbern müssen und welche nicht. Also die 41 weiß ich noch, die 71 auch, die 6 glaube ich auch. Ja. Also ein paar Flächen waren es noch. Hier kommt auch schon wieder ein bisschen Unkraut durch. Das kann man jetzt in den... Also na, das ist die Flächen, die auf jeden Fall mit dem Stöbelsturz hier gemacht wurden quasi. Wenn wir die nochmal grubbern, kann man auf jeden Fall hier schon mal den Unkrautdruck ein bisschen senken.
da schon mal keine Probleme mit. Mit einer Spritze müssen wir eh noch schauen. Da weiß ich aktuell noch nicht. Also da haben wir nichts da. Und da weiß ich auch noch nicht, in welche Richtung wir da gehen. 24 Meter Fahrgassen hatte ich ja schon mal gesagt. Ja, ob das dann hier so eine Querneland vielleicht wird oder ob ich noch was anderes Schönes finde, ich werden wir mal sehen. Das wird wahrscheinlich aber wirklich erst dann passieren, wenn wir sie auch brauchen. Weil aktuell ist das jetzt noch nicht so sehr akut, dass ich sagen würde, oh ja, da müssen wir sofort was dran machen. Da haben wir hier noch voll in der Bodenbearbeitung und dann erstmal in der Aussaat noch stecken. Dann ist das noch nicht so wichtig. Aber nach der Aussaat müssen wir auf jeden Fall dann mal gucken, was wir in die Richtung machen. Oder wir schauen, ob wir mit unserem Striegel erstmal zurechtkommen. Muss ich mir vielleicht auch einfach nochmal durchrechnen, was ich da am meisten rentieren würde. Und dann kann man da auf jeden Fall auch noch eine Lösung finden. Wobei hier läuft halt im Gegensatz zu unserer Lampenscheibenecke echt gut. Da gibt's hier gar nichts. Wir können schön unsere 15 km/h fahren. Der Fan buckelt sich nicht großartig ab mit dem Gerät hier. Muss man sagen, das läuft. Einer Woche ist dann auch der Release des neuen Free DLCs von Giants geplant. Sind wir auch schon gespannt. In der Folge am Mittwoch. Da werdet ihr auch im Bergisch Land Projekt eine kleine Runde darüber hören, da haben wir zusammen mal kurz diskutiert und ja, ein paar Fakten schon mal im Vorhinein ein bisschen besprochen, was sein könnte, wie es denn wird. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ist, wir werden das hier auf dem Spielstand definitiv mit benutzen. Und was ich auch schon sagen kann, ist, dass es ein Vorstellungsvideo geben wird hier auf dem Kanal. Sobald da ordentliche Infos dazu gebracht werden können, werde ich da also für euch ein Infovideo machen. Wir sind auf jeden Fall auch schon selber alle gespannt, aber ich denke, das wird echt was Schönes. Und ja, schauen wir mal. Jetzt sind wir mal hier das Vorgewände raus. Ups. Sind wir jetzt schon soweit fertig? Haben wir doch in der Folge dann auch schon einiges hier von dem Feld weggeschafft. Wie gesagt, können uns ja auch nicht beschweren. Das geht echt gut mit dem Gerät hier. Zum Glück, nicht, dass wir da auch noch einen Tausch hätten machen müssen. Da müssen wir nur noch schauen, dass die Brille soweit läuft. Aber gehe jetzt erstmal nicht vom Schlimmsten aus. So. Müsste das passen. Dann können wir hier noch runterziehen. Ist etwas uneben hier. Aber
klappt schon. Uff. Gleich über die Straße drüber geschossen. Erstmal kann erstmal weiter Bahnen ziehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.